Hi Leute, ich heiße Anton und heute würde ich gerne mit euch über ein etwas komplizierteres Thema sprechen. Ein Thema, über das viel gestritten wird. Das ist eine Art der Fotografie, die sich sogar in der Grauzone der Legalität befindet. Natürlich geht es um Street Photography. Eine genaue Definition von Street Photography gibt es nicht. Das ist eine künstlerische Form der Fotografie, die im urbanen öffentlichen Raum entsteht. Alles ist vertreten und alles ist erlaubt. Von streng dokumentarischen Aufnahmen bis hin zu körnigen und verschwommenen Fotos mit gewagten Perspektiven. Ich würde Street Photography als eine kreative Verschmelzung von Genren und Techniken bezeichnen. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts entstanden Aufnahmen, die man heute als Street Photography bezeichnet. Mit der Verbreitung von den schnelleren und kompakteren Kleinbildkameras in den 30er Jahren stieg auch das Interesse der Allgemeinheit an der Street Photography, die bis heute nicht nachgelassen hat und viele Fotografen weiterhin fesselt. Ich habe für dieses Video ein wenig Recherche betrieben und bin dabei auf die verrücktesten Regeln gestoßen. Die besten davon habe ich für euch zusammengesammelt unter dem Namen Street Photography Muss. Also, Street Photography muss schwarz-weiß sein. Völliger Quatsch. Street Photography muss nicht schwarz-weiß sein, denn das ist ein fotografisches Stilmittel, das eingesetzt wird, damit der Betrachter sich auf das Wesentliche konzentriert, also das Licht oder das Motiv. Natürlich hat es eine Daseinsberechtigung. Doch wenn wir in einem Bild sehr geile Farben haben, die das inhaltlich bereichern, sollten wir auf keinen Fall darauf verzichten. Der nächste Punkt. Street Photography muss Menschen zeigen. Auch völliger Quatsch. Street Photography kann genauso Tiere, Architektur oder einfach eine Stadtlandschaft zeigen. Solche Aufnahmen wirken auf keinen Fall schlechter als Porträts von wildfremden Menschen. Und das führt uns gleich zu dem nächsten Punkt. Street Photography muss Menschen von vorne zeigen. Warum? Warum kann ich denn nicht Menschen, wenn ich denn überhaupt Menschen zeigen möchte, von hinten abbilden? Ich persönlich finde das Menschen, die nicht direkt identifizierbar sind, eine viel stärkere und vor allem viel allgemeinere Geschichte erzählen. Und wir überlassen dem Betrachter die Möglichkeit, diese Geschichte für sich selber zu definieren. Das nächste ist ein richtiges Tabuthema. Street Photography muss den originalen Ausschnitt beibehalten. Wenn ein Foto durchs Croppen besser wird, dann bitte um Gottes Willen, crop dieses Foto. Vielleicht hat man in dem Moment, als es aufgenommen worden ist, einfach den Ausschnitt nicht ganz perfekt gewählt oder leicht schräg fotografiert. Das kann alles passieren. Warum sollten wir deswegen das Bild nicht verbessern? Die ausschlaggebenden Inhalte sind ja weiterhin vorhanden und rücken dadurch nur noch mehr in den Vordergrund. Der nächste ist eine meiner Lieblinge. Street Photography muss unbearbeitet bleiben. Also bitte, warum sollte ich ein Foto nicht bearbeiten? Gut, vielleicht sollten wir die Innenstadt nicht in ein postapokalyptisches Szenario verwandeln, aber gegen eine Grundretusche und Grundbearbeitung spricht doch überhaupt nichts. Ich rede dabei natürlich auch nicht von Bildmanipulationen, dass man zum Beispiel Sachen an Personen verändert oder Inhalte ins Bild reinretuschiert, die gar nicht da waren. Also, realistisch bleiben, die RAW-Dateien vernünftig und ordentlich bearbeiten und dann läuft die Sache. Einen habe ich noch für euch. Street Photography muss spontan und nicht inszeniert sein. Grundsätzlich stimmt es. Allerdings kann man sich das Leben auch extra schwer machen. Klar können wir uns in der Nähe einer beispielsweise Pfütze positionieren und 2 Stunden darauf warten, dass jemand reinläuft. Ich würde mir einfach jemanden schnappen, fragen, ob er oder sie da kurz durchlaufen könnte, das Bild machen, das Bild auch zeigen, mich bedanken und das war's. Die Frage ist aber auch, wenn wir dann doch diese 2 Stunden abwarten sollten, ist es dann nicht auch eine Art Inszenierung? Also, wie man merkt, Street Photography muss überhaupt nichts und darf wirklich alles. Kommen wir mal zu einem Thema, das alle immer brennend interessiert. Das Equipment. Welche Kamera nimmst du? Welche Objektive funktionieren am besten?
Grundsätzlich kann man Street Photography auch mit einem Handy betreiben. Und ich erkläre dir gleich, warum das nicht einmal so eine schlechte Idee ist. Wir müssen uns nicht mehr mit irgendwelchen Einstellungen befassen, sondern konzentrieren uns auf das Wesentliche. Das Motiv, die Bildsprache, Framing und natürlich das Licht. Anderer Vorteil davon ist, dass man komplett undercover unterwegs ist. Jeder hat mittlerweile ein Smartphone mit einer Kamera in der Tasche. Also ist es nichts Ungewöhnliches mehr, dass Menschen damit auf der Straße auch Fotos machen. Es gibt auch tatsächlich Apps, die die Kameras in den Smartphones ein bisschen aufbohren und uns die Möglichkeit liefern, wenn wir es denn möchten, die Einstellungen manuell vorzunehmen. Zwei Apps, die ich auch benutze, sind Lightroom Mobile fürs Fotografieren und ProMovie fürs Filmen. Das im Detail zu erläutern, würde jetzt jeglichen Rahmen des Videos sprengen, aber eine coole Idee für ein späteres Video. Und wenn ich das gemacht habe, werde ich es dir auf jeden Fall hier unten verlinken. Weiter geht es mit den kleinen DSLM-Kameras. Das ist eigentlich the way to go in der Street Photography. Die Passanten nehmen euch einfach als einen Touristen wahr. Die Kameras sind kompakt und handlich. Man muss nicht Tonnen an Equipment mit sich schleppen, sondern kann das Ganze einfach auf eine kleine Tasche begrenzen. Auf jeden Fall sehr praktisch und das Wichtigste hat man dabei. Zu guter Letzt die großen Profikameras. Wir alle lieben es, unsere Monster bei jeder Gelegenheit zu nutzen. Ist ja auch vollkommen verständlich. Dafür haben wir sie. Die Dinger haben auch Vorteile, was Bildqualität oder Haptik angeht. Allerdings verzichtet man damit automatisch auf den Stealth-Mode. Für die Passanten ist man mit der großen Kamera der Fotograf. Die Fragen wie, was fotografieren Sie da oder haben Sie mich gerade fotografiert, sind damit einfach vorprogrammiert. Was die Objektive angeht, gilt genau das Gleiche. Jemand, der mit einem 70-200 unterwegs ist, ist natürlich um einiges auffälliger als jemand, der mit einem kleinen Nifty-Fifty rumrennt. Grundsätzlich bieten uns auch Vario-Objektive gewisse Vorteile, besonders wenn unsere Motive sich bewegen oder etwas weiter weg sind. Meine Favoriten dabei sind die 24-105mm mit Blende 4 oder die 24-70mm mit Blende 2.8. Beide Objektive bieten optimalen Spektrum an Brennweiten und eignen sich wunderbar für den Einsatz bei der Street-Fotografie. Ganz klar, die Linse mit der Lichtstärke von 2.8 bietet uns besseres Bokeh und ist um einiges stärker bei den schlechten Lichtverhältnissen. Allerdings ist sie auch um einiges teurer in der Anschaffung. Die meist genutzten Linsen bei der Street Photography sind immer noch, genau, die Festbrennweiten. Die bieten uns eine viel bessere Abbildung, sind extrem lichtstark und meistens auch noch leicht und kompakt. Allerdings der größte Vorteil von den Festbrennweiten ist, dass die uns zu Bewegung und manchmal auch Interaktion mit unserem Motiv zwingen. Der bekannteste Vertreter von den Festbrennweiten ist immer noch, genau, 50mm 1.8. Liebevoll auch Nifty 50 oder der Plastikbomber genannt. Für etwas mehr Geld bekommt man eine Variante mit 1.4 oder sogar mit 1.2, die neben der besseren Lichtstärke auch eine bessere Verarbeitung, besseren Autofokus und eine bessere Abbildung liefern. Neben der 50mm eignen sich auch für Street Photography Brennweiten wie 22, 24, 35 und auch 85mm. Die Brennweite ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Street Photography und in der Fotografie allgemein. Damit definieren wir, wie wir unsere Geschichte erzählen. Wollen wir die neutrale Betrachterperspektive einnehmen? Nehmen wir eine Normalbrennweite, zum Beispiel die 35 oder die 50mm. Wenn wir etwas näher zu unserem Motiv zeigen möchten, nehmen wir eine kürzere Brennweite, wie zum Beispiel die 24 oder sogar die 14mm und gehen nah an das Motiv ran. Wenn wir etwas distanzierter das Motiv zeigen möchten, nehmen wir eine längere Brennweite, also Telebrennweiten, wie zum Beispiel die 85 oder die 100 oder sogar die 200mm. Zum Thema Einstellungen in der Street Photography kann man grundsätzlich sagen, ihr seid vollkommen frei. Es gibt keine Vorgaben, wie zum Beispiel viel Tiefenschärfe in der Landschaftsfotografie oder gestochen scharfe Abbildungen bei den Porträts. Abbildungsfehler sind nicht nur zu vernachlässigen, die sind sogar zum Teil erwünscht, wie zum Beispiel
Randunschärfe des Objektivs oder Rauschen des ISOs. Viele fotografieren absichtlich mit höheren ISO-Werten, damit das Bild etwas verrauschter wird. Damit möchte man natürlich die Körnung eines analogen Films simulieren, was meiner Meinung nach der falsche Weg ist. Wenn ich den Look und die Körnung des Films haben möchte, schnappe ich mir meine analoge Kamera und fotografiere auf den Film. Gerade bei der Street Photography erlaube ich mir tatsächlich, die Automatiken der Kamera zu nutzen. Meistens nehme ich dafür die Zeitautomatik. Damit habe ich immer die volle Kontrolle über die Blende und somit über die Tiefenschärfe in meinem Bild. ISO-Werte halte ich immer so gering wie möglich und erhöhe es nach Bedarf. Wie man merkt, Zeit und ISO spielen für mich die untergeordnete Rolle, somit können die auch der Automatik überlassen werden. Allerdings sollte man da der Kamera auch eine Grenze setzen. Bei den meisten Kameras kann man das einstellen, zum Beispiel die Verschlusszeit nicht unter 1/100 Sekunde und die ISO-Werte nicht über 800. Man sollte auch erwähnen, den manuellen Modus muss man beherrschen. Für den Fall, dass die Automatiken in schwierigeren Lichtsituationen versagen. Kommen wir zu dem wohl unangenehmsten Teil bei der ganzen Sache, die Rechtslage. Das ist keine Rechtsberatung und ich übernehme keinerlei Haftung. Jeder sollte für sein Handeln selber verantwortlich sein. Ich möchte mit euch nur meinen aktuellen Wissensstand teilen. Street Photography ist grundsätzlich legal. Die Veröffentlichung ist allerdings nur mit der Zustimmung der abgebildeten Person erlaubt. Es sei denn, das Bild einem höheren Interesse der Kunst dient, als reines Hobby entstanden ist oder auf einer öffentlichen Veranstaltung aufgenommen worden ist, zum Beispiel einer Demonstration. Dabei gilt es abzuwägen, ob das Bild ein berechtigtes Interesse der abgebildeten Person nicht verletzt. Das Ganze soll so viel heißen, solange das Bild keinen Rufmord begeht oder die Würde der Menschen nicht verletzt, könnte man das unter Umständen legal veröffentlichen. Allerdings sollten wir nicht jetzt losziehen und die Kamera jedem Passanten vor die Nase halten und behaupten, das wäre Kunst. Unter Umständen muss es vor Gericht entschieden werden, ob das Bild hätte veröffentlicht werden dürfen. Übrigens gilt das nur, wenn die Person, die ihr fotografiert habt, eindeutig identifizierbar ist. Sollte das nicht der Fall sein, feel free to use. Abstrakte Ausschnitte, Gegenlicht, Unschärfe, das sind in diesem Fall unsere besten Freunde. Sollte wirklich der Fall eintreten, dass jemand euch auffordert, ein Bild zu löschen, dann überlegt euch gut, ob das Bild es euch wert ist. Wenn ihr sagt, ja, das Bild ist so gut, das hat so eine krasse Aussagekraft, das kann ich einfach nicht löschen, dann kann man sich auf die künstlerische Freiheit, Identifizierbarkeit, geistiges Eigentum und alles andere verweisen. Allerdings sollte man dabei immer sachlich und im besten Fall auch noch höflich und freundlich bleiben. Wenn das Bild eh nichts geworden ist, dann lohnt es sich wahrscheinlich sowieso nicht, deswegen rumzudiskutieren. Eine besondere Situation ist es, wenn ihr Menschen als sogenanntes Beiwerk fotografiert. Zum Beispiel, ihr fotografiert eine Brücke. In diesem Moment läuft eine Person darüber. Dann gilt diese Person als Beiwerk. Denn an der Aussage des Bildes, eine tolle Brücke, es nichts ändern würde, ob diese Person dabei ist oder nicht. Das mit der Brücke ist auch eine komplizierte Angelegenheit, denn da reden wir über die Panoramafreiheit. Sagen wir es einmal so. Die Brücke wurde auch von jemandem entworfen und gebaut, also ist sie unter Umständen urheberrechtlich geschützt. Die Panoramafreiheit besagt, alles, was dauerhaft installiert und von der öffentlich zugänglichen Straße sichtbar ist, ohne fremde Hilfsmittel, darf fotografiert und nahezu uneingeschränkt veröffentlicht werden. Allerdings sollte auf dieser Brücke eine Installation stattfinden, die nur für einen begrenzten Zeitraum zur Schau gestellt wird, oder wie diese Brücke aus einem Gebäude fotografieren, das nicht mehr öffentlich zugänglich ist, dürfen wir die Bilder ohne der Genehmigung des Urhebers nicht mehr veröffentlichen. Viele Streetfotografen behaupten, wo kein Kläger ist, auch kein Richter. Im Sinne von, solange sich keiner beschwert, mache ich genauso weiter und kümmere mich nicht darum. Ich persönlich teile diese Ansicht nicht. Wir haben Gesetze, an die wir uns halten müssen. Ob wir sie gut finden oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle.
Ein ganz schwieriges Thema sind Kinder. Natürlich, fotografisch gesehen wären das vielleicht ganz coole Motive, allerdings könnte sehr schnell ein sehr falscher Eindruck entstehen. Also am besten einfach lassen. Wie man das nicht schwer erkennen kann, gibt es sehr viel zu beachten. Vieles sorgt für Verwirrung und die Rechtslage ist schwierig. Wenn ich beschließe, auf eine Fototour zu gehen, mache ich mir wenig Gedanken darüber, was genau ich fotografieren möchte. Das ist ja das Tolle an Street Photography, die kann zu jeder Zeit, an jedem Ort und bei jedem Wetter stattfinden. Man findet immer viele coole Motive, vorausgesetzt, man kann sie sehen und erkennen. Die Entscheidung, welche Kamera ich mitnehme, treffe ich meistens spontan. Ich bin gerne mit der M50 Mark II unterwegs, weil die einfach klein und handlich ist. Habe aber auch kein Problem damit, die 5DSR mit 70-200 mitzunehmen. Im Idealfall gehe ich einfach spazieren, mit Musik in den Ohren und habe meine Kamera dabei. Wenn ich etwas sehe, was es wert ist, fotografiert zu werden, dann fotografiere ich das. Bei Möglichkeit vermeide ich es, Menschen zu porträtieren. Das lässt sich natürlich nicht immer vermeiden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man sollte dann einfach auf die Leute zugehen, zu sagen, hey, ich würde gerne ein Foto machen oder das zumindest durch einen Augenkontakt signalisieren. Wenn die Person was dagegen hat, wird sie das euch merken lassen. Für den Fall, dass ihr das Bild bereits gemacht habt, solltet ihr auch ausreichend Anstand haben, um zu den Leuten hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe sie gerade fotografiert. Erklärt, warum ihr das macht, zeigt vielleicht auch das Bild und 5 von 10 werden das cool finden. 3 von 10 ist es vollkommen egal und die restlichen 2, naja, solche Leute gibt es auch und von denen sollte man sich nicht den Tag versauen lassen. Ich hoffe, ihr konntet etwas Nützliches aus dem Video für euch rausziehen. Ich bitte jeden von euch, der das Video sieht und sich mit der Street Photography beschäftigen möchte, informiert euch ganz genau über die Gesetzeslage, bleibt immer höflich, freundlich und anständig. Und das Wichtigste ist, geht raus und fotografiert.